Voilà. Jetzt müsste mir die doch eigentlich anzeigen, ne? Es sind doch interessante Nöterichs. Macht er aber nicht. Warum macht er das denn nicht? Sowieso mal hier rein. Und warum ist ein Maschinengeschütz auf A2? Was soll denn das? Wer hat denn das hier fabriziert? Findet und markiert alle interessanten Objekte. Zeigt eine Meldung, wenn interessante Objekte gefunden werden. Wenn ich mal wüsste, in welchem Zusammenhang. Okay, machen wir was anderes. Also da sehe ich jetzt gerade kein Ziel drin, dieses Modul zu haben. Ich packe mal hier diesen Hyperraum-Gedönse ein. Alienschiffe sind schon wieder im Sektor, ne? Und die Musik ist viel zu laut und viel zu actionreich. Dafür, dass sie nicht in der Nähe sind. Krieg gleich einen auf den Latz. Garantiert. Ich warte nur drauf. Die sind gerade mitten in Action, deswegen lassen sie sich Zeit. Ja, ich glaube, die kämpfen gerade gegen zwei andere Schiffe. Sind Alien-Schiffe, das werden wahrscheinlich Xotan sein. Und da sind sie auch schon. Ich habe euch vermisst, Jungs. Nett, dass ihr noch vorbeischaut. Tierisch mich auseinanderzunehmen. Nehmen wir den jetzt näher. Gleich mal kritieren. Oh, das Schild ist schon einiges wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin richtig stolz drauf. Adios, amigo. Hier werde ich ordentlich gegrillt von dem hier. Ich glaube, Strahlenkanonen und Laser sind nicht, Schild sind nicht unbedingt die besten Freunde. Aushalten tun die hier auch nicht viel. Ich glaube, das waren jetzt auch alle. Perfekt. Erstmal das schnappen, was da ist. Kommen wir langsam aus dem Kämpfen gar nicht mehr raus, ne? Habe ich so das Gefühl. Immer drauf. Mit markieren. Nein, nee, gut, ich habe den ja rausgenommen. Das kann nicht sein, dass er damit das Grün markiert hat. Ja, mal gleich erstmal gucken, wie weit mein Hyperraumsprung geht. Vielleicht lohnt sich das ja.
wo wir noch ein Wrack rumfliegen. Ich glaube, das war es erstmal. Mich gerade geschüttelt. Geister? Geister im Asteroidengürtel. Wahrscheinlich die Seelen von meinen bisher zerstörten Raumschiffen. Das ist aber eine knappe Nummer. Puh. Sehr knappe Nummer. So, so viel dazu. Nicht, dass mich mein Auge gerade täuscht. Aber mein Auge täuscht mich. Nicht so groß. Schade. Lag nur ungünstig. Fliege nochmal eben fix darüber. Da gucke ich mal in der Zwischenzeit, gucke ich mal. Oh, ach doch, der hat sich schon ordentlich vergrößert, der Rahmen. Ich werde das mal erstmal beibehalten, dann können wir wenigstens ein bisschen Geld sparen. This. We need quickly, if you can deliver the next 30 minutes. Pay you. Okay. Da will jemand Eisen haben. Die denn alle so spät auf? Ich werde verrückt. Nee, hier ist nichts Brauchbares mehr. Wir mal weiter gen Osten. Immer stets nach Osten. Alle, hopp. Umroute wird berechnet. Bitte warten. The person you are jumping is temporary, not available. Huh?
Der ruckelnde Ladebildschirm. Boah, fett. Hier richtig übel aus. Mein Hyperraumantrieb hat meine Energie erstmal ganz spontan überladen. Gut, dass ich, um mich zu wehren, keine Energie brauche. Das ist schon mal nichts wert, sonst hätte ich jetzt echt ein Problem. Aber ich glaube, wenn ich hier große Brocken finde, dann hier. Das sieht sehr vielversprechend aus. Sehr, sehr vielversprechend aus. What the fuck? What the fuck is going on? Guckt euch diesen Shit an. Lecker. Muss ich offscreen machen, ey, das ist... Oh, alter Brocken. Button Kavenz, Mann. Das muss ich, das mache ich offscreen. Das tue ich euch jetzt nicht an. Mache ich irgendwann in einer ruhigen Minute. Ich markiere mir das Ding mal hier. Irgendwie nochmal daran denke. Nanonit ist das, ne? Nanonit. Rocken. Wow. Geil. Geil, geil, geil. Dies ist fett. Aber das meinte ich eigentlich nicht mit dicken Brocken. Ich meinte die Asteroiden, die ich verkaufen kann. Und das wäre sehr geil. Aber nicht so, dass ich momentan wenig Geld kriege. Oder Geld habe. Und so ein kleiner Zuschuss. Wer sagt da schon nein? Nicht so aus, als wäre hier wirklich was. Ob ich mal die Gunst der Stunde nutze. Öffnen wir mal wieder ein bisschen aufzubauen, auszubauen, was auch immer. Sieht nämlich nicht so aus, als hätte ich irgendwie mega viel Energie am Start. Ich noch was tun. Dringendst. Es muss sich was bewegen im Starte. Preisfrage ist, was muss sich bewegen im Starte? Und wie könnte ich mein Schiff noch weiter ausbauen?
könnte hier noch Energiekerne einbauen. Die Hyperraumreichweite. Ja, das ist schön, dass es das tut. So bringen, glaube ich, tut es mir nicht. Gibt gar keine Nanolithpanzerung, ne? Die ist raus, die gibt es gar nicht. Es gibt keine Nanolithpanzerung. Trinium gibt's. Es gibt nur hier Hülle und Leuchtblöcke. Whatever I need for this. Werde hier noch einen Generator reinbauen. Drauf geschissen. Ja, ich weiß, Gyros. Da ist auch schon alles voll. Wird Zeit, dass ich in die Höhe baue, ne? Nutzt alles nix. Bauen wir mal ein bisschen vor, würde ich sagen. Jetzt geht doch mal hier raus. So. Das ist raus. So. Nee, das ist doch nicht 1515. Erzähl doch keinen Schmarrn. Will was Viereckiges. 1,5. Ja, 105, genau. 1,5. Enter. Sag mal, das muss einmal auch echt klar gemacht werden, dass Enter bei so einem Spiel nichts bringt. Total albern. Ach, das ist dieses komische Gebaumsel hier, das im Weg ist, ne? Push dich. Bau jetzt hier.
Ein guter Rat teuer. Wie immer.